Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Flaschenbauer. Mein Name ist Hartmut Bauer und heute habe ich die Beantwortung von zwei Fragen von Zuschauern mitgebracht. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Wenn nicht, schalten jetzt alle ab, außer Marco und Petra, die die Fragen gestellt haben. Viel Spaß! Marco hat gefragt, kann man bei uns auch Pressure Canner beziehen? Und wenn ja, was ist das? Okay. Pressure Canner. Ja, doch, ich glaube, ich weiß es. Nein, haben wir nicht im Programm, aber ich habe eine alternative Lösung und zwar hier. Das ist aus meiner Sicht die Alternative zum Pressure Canner. Stellt aus meiner Sicht auch eine wesentlich günstigere Alternative dar und du kannst auch diesen Canner, ist ja kein Canner, ist ja eine Flasche, wie du siehst, eine Alternative dahingehend, dass du auch damit auch andere Sachen machen kannst, wie nur zum Beispiel Fleisch oder irgendwelche andere Dinge oder Brühe oder so, wo Botulismus auslösen könnte, konservieren kannst. Warum diese Wegflasche? Ganz einfach, ich habe die jetzt einfach exemplarisch genommen. Man hätte jetzt wieder das komplette Wegsortiment aufbauen können, weil der Aufbau bzw. was Botulismus angeht, ist, wenn man da Bedenken hat oder Angst davor hat, stellt Weg wirklich die allerbeste Alternative aus meiner Sicht dar. Warum? Es passiert ganz einfach eins, mein lieber Marco. Wenn du dein Produkt in das passende Wegprodukt dann einmachst, wenn du Fleischkonserven oder was, kannst du das entsprechend richtige Glas aus unserem Sortiment dann wählen, was dann da dazu passt. Und es hat einen gigantischen Vorteil, nämlich nach der Konservierung und der Haltbarmachung machst du ganz einfach eins. Viele machen das nicht, aber nimm im Nachgang die Klammern ab und du wirst innerhalb kürzester Zeit bemerken, ob deine Konserve schlecht ist oder nicht und eventuell einen Befall mit Botulien bzw. diesen Erregern hat. Nämlich, die bilden wieder CO2 in der Verstoffwechslung und es passiert Folgendes. Es entsteht ein Überdruck bzw. der Unterdruck, der in der Konservierung entstanden ist, wird durch den Überdruck neutralisiert und es wird Folgendes passieren, du kannst den Deckel einfach abheben. Und sobald du so eine Konserve hast, hast du keine Konserve mehr, da ist nichts mehr konserviert, sondern diese Ware bzw. dieses Füllgut ist verdorben. Wegwerfen, ausleeren, entsorgen, ab in den Müll, wohin auch immer, aber niemals selbst verzehren, weil das natürlich die größten Gefahren in sich birgt. Also Finger weg von solchen Dingen und damit bist du aus meiner Sicht kostengünstig und sicher geschützt und du musst nicht den langen Weg nach Amerika antreten, sondern du kannst es auf die ganz alte, hausbackene Art machen, nämlich konservieren in den Weggläsern. So, ich hoffe, die Frage ist ausreichend damit beantwortet. Falls dir das nicht reichen sollte, Marco, kann ich gerne noch mal persönlich nachfragen, kann ich auch versuchen, mich persönlich zu erreichen. Können wir uns gerne noch mal austauschen, sage ich dir auch gerne noch was dazu, aber ich glaube, es ist alles gesagt. So, das zu dem Thema. Nächste Frage. Die nächste Frage kommt von der Petra und sie fragt, wie ist das mit sauren Konserven, die Öl enthalten? Mhm. Gut, ist auch relativ einfach. Da würde ich einfach empfehlen, immer den sicheren Weg zu gehen, da wir den ölhaltigen Anteil natürlich aufgrund der Frage jetzt nicht definieren können, würde ich empfehlen, wenn es in Twist-Off-Gläser geht, ganz einfach PVC-freie Verschlüsse dafür zu verwenden oder auch da wieder eine Alternative, entsprechend passendes Wegglas verwenden und im Wegglas konservieren. Und wenn der Ölgehalt nicht sehr hoch ist oder nicht übermäßig hoch ist, dürfte auch im Wegglas nichts passieren. Was bei Weg passieren kann, das will ich nicht verhehlen, ist,
Wenn zu stark oder sehr, sehr viel Öl enthalten ist, kann der Naturkautschukring, der Gummi, eventuell quellen. Das stellt natürlich eine Veränderung dar, aber ich glaube, das kann man in der Regel vernachlässigen, beziehungsweise, liebe Petra, das musst du dann selbst probieren, beziehungsweise sehen, wie sich die Konserven dann bei dir in der Bevorratung dann entwickeln. Aber wenn das Füllgut nicht mehr ursächlich in direktem Kontakt mit dem Gummi dann steht, sollte da auch nichts passieren. Das sind meine Empfehlungen dafür, beziehungsweise das ist die Empfehlung dafür, also bei Twist-Off-Gläsern PVC-freie Deckel verwenden oder als weitere Alternative auch da aufs klassische Weckglas wechseln, beziehungsweise das dafür verwenden. So, hoffe, das war ausreichend. Auch an dich natürlich, liebe Petra, die Aufforderung, wenn es noch weitere Fragen gibt, beantworte ich dir die gerne. Und wenn nicht, kannst du auch da nochmal persönlich den Kontakt zu uns suchen und dann stehen wir da, hoffe ich, mit Rat und Tat auch entsprechend zur Seite. So, weitere Fragen? Gibt es noch was? Nein? Dann bleibt mir nicht mehr zu sagen wie herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Herzlichen Dank an die, die nicht abgeschaltet haben und es bis zum Ende durchgehalten haben. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Wenn es euch brennend interessiert und ihr wollt nichts versäumen, denkt an die Glocke. Und weitere Fragen würden mich freuen, dann kann ich es auch wieder beantworten, aber natürlich nur, wenn ihr in die Kommentare schreibt oder mit uns Kontakt aufnehmt. Ganz, ganz herzlichen Dank da schon mal im Voraus und bis zum nächsten Mal, euer Hartmut Bauer.